Hallo und herzlich willkommen hier wieder in World of Warcraft. Letzte Folge haben wir hier den Tod von Orkus betrauern müssen, der ehrenhaft für die Horde gestorben ist. Ich hoffe, jetzt in dieser Folge kann ich mal gescheit Burg Schattenfang zeigen. Nicht, dass es sich wieder so ewig hinauszögert, bis wir den Invite bekommen. Kraft und Ehre. So. Was bekommen wir hier denn für Quests? Einmal mit Nils Bierwurz am Ostwachturm im Vorgebirge des Hügellands zu sprechen. Eine Quest können wir hier bei Krummusch noch abgeben. Die von letzter Folge nämlich. Bekommen wir irgendwas Tolles? Ja, Handschuhe bekommen wir. Ja, die nehmen wir mal. Für die Horde. Möge eure Klinge Ups. Niemals stumpf sein. So, die da sind's. Oh, die selben in grün. Was braucht ihr? So. Sprecht mit Vogga Todesgriff im Alterac-Gebirge im Vorgebirge des Hügellands. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht annehmen. Das ist nämlich eine PvP-Sache. Hallo. Sammelt 12 schlagende Yeti-Herzen. Hier gibt's jede Menge Quests, wie ihr seht. Hier hinten Hallo. Vom Koch Hirschbrötchen besorgt 8 Stück Hirschfleisch. Jetzt gehen wir mal hier oben rein. Ich glaube, hier muss ich als Katze weiter. Hier komme ich als Hirsch nicht weit. Und die Reiseform kann man ja nur außerhalb von Gebäuden verwenden. Raus mit der Sprache. Holt Humberts Schwert, Humberts Helm und Humberts Hose zurück, bekommen wir hier. Dann sollen wir Yetimus verdrehtes Horn besorgen. Was haben wir noch? Ach ne, hier müssen wir wieder hoch. Kann ich direkt wieder in Katze gehen. 5 Flügelkitze retten. Das erste Mal, dass hier eine Quest mit Herz kommt. Von der Blutelfen natürlich, da muss sowas in der Richtung kommen. Hier, da, auf Befehl des Kriegshäuptlings. Arati-Hochland, genau. Da könnten wir dann nämlich weitermachen mit Level 30. Aber was gibt es denn hier so Schönes in dem Levelbereich? Hier mit Level 25 schon, oder? Arati-Hochland, genau, 25. Könnten wir natürlich auch schon ins Steinkrallengebirge gehen und unsere Questen wieder zurück nach Kalimdor verlagern. Wollen wir das jetzt einfach mal machen? Ich glaube, das machen wir einfach mal. So, breche ich das hier mal alles ab. Hier nur bei Yetimus gucke ich mal, ob ich da irgendwas Tolles kriegen kann. Die Schildhand natürlich. Das mache ich jetzt einfach mal gerade noch. Die würde mir schon was bringen. Die würde mich weiterbringen. Und dann begeben wir uns mal wieder zurück nach Kalimdor und verlassen die östlichen Königreiche. Jo, wo ist denn der gute Yetimus? Der patrouilliert hier irgendwo rum. Da ist er. Da kommt er. Der Dicke da hinten am Horizont. Der ist unangenehm. Und zwar aus dem Grund... Das werdet ihr gleich auch sehen, dass er einen hochkickt. Und wenn man sich dann nicht heilen kann, dann kann er schon mal ein bisschen eng werden. Warum haben wir den nicht getaggt? Oh, und der teilt gut aus. Er teilt gut aus. Und er kickt hoch. Es wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht alleine schaffen würden. So, ich verpasse mir gleich mal wieder einen Hot. Ich sehe schon kommen, der kickt mich hier gleich in irgendeine Gegnergruppe rein. Oh.
Willst du mir jetzt nicht sagen, dass er jetzt gleich resettet? Nein. Weil der andere ist gestorben, der Aggro gezogen hat. Warum auch immer der auf einmal Aggro gezogen hat. Ich kämpfe ja hier schon die ganze Zeit gegen den. Ha, und da liegt er. Yeti muss verdrehtes Horn. Und noch ein Streitkolben. Der jetzt nicht unbedingt super hübsch aussieht. Hat er die Leiche schon freigelassen? Oder kann ich den noch wiederbeleben? Ach, der lebt schon wieder. Das ist irgendjemand, den ich nicht wiederbeleben kann, oder? Doch, ich kann ihn doch wiederbeleben. Es kommt und kommt und kommt, aber auch kein Invite hier für Burg Schattenfang. Jetzt bin ich schon wieder über 6 Minuten in der Warteschlange. Oh oh, Allianzle. Fragezeichen Allianzle. Geh weg. So, die Quest geben wir jetzt noch ab und dann geht's per Ruhestein Richtung Orgrimmar rüber. Jetzt habe ich hier schon wieder so viele, was heißt so viele? Burg Schattenfang will ich euch noch zeigen, Tiefschwarze Grotte, Verlies von Sturmwind, Gnomeregan auch, obwohl Gnomeregan jetzt nur absolut wirklich nicht zu meinen favorisierten Instanzen gehört. Da hat die Horde übrigens auch keine Quest drin. Das ist wirklich so, da sind die Quests Allianz-only. Was aber auch mit der Geschichte zusammenhängt, weil Gnomeregan einfach die alte Hauptstadt der Gnome ist. So, und jetzt kriegen wir hier unsere Offhand, Tarrens Kugel und jede Menge Erfahrung. Sieht das Teil jetzt aus? Ist die nicht grün auf dem Bild? Ah, Hauptsache es ist eine lila eine Kugel. Naja, gut. Das soll mir jetzt ziemlich egal sein. Ich verkaufe jetzt aber noch schnell hier an der Stelle wieder. Die besten Angebote weit und breit. So. Und auf nach Orgrimmar. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Ey, das gibt's wirklich nicht. Diese ständigen Wartezeiten hier für... Für Burg Schattenfang, genau. Das war's. So. Okay, der Aufzug ist gerade in die andere Richtung unterwegs. Bis wohin? Was bringt mir da eigentlich was? Wie komme ich da am schnellsten hin? Steinkrallengebirge. Vom nördlichen Brachland. Och nee. Nee. Da kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht hinfliegen, oder? Da muss ich ja noch laufen. Laufen, bis die Hufe qualmen. Der arme Hirsch. Zehn Minuten in der Gruppensuche. Keine DDs oder Tanks. Das Problem ist, das ist, wenn ich mich jetzt hier random anmelde, dann komme ich zwar eigentlich tendenziell immer schneller in eine Gruppe rein. So, bis dahin fliegen wir wenigstens. Aber das dicke Aber ist, ich werde da jetzt wahrscheinlich nicht mehr reinkommen, weil die Instanz schon grün ist vom Schwierigkeitsgrad und ich tendenziell immer in die schwierigeren Instanzen reinkomme. Deswegen wird das auch nicht wirklich was bringen. Und wenn ich so lange dann immer wieder die Gruppe verlasse, bis ich die richtige Instanz kriege, kriege ich jedes Mal den Dungeon-Deserteur und kann mich nicht mehr anmelden. Ich kriege zwar vorher gezeigt, ob ich... welche Instanz das ist. Gut. Und daher könnte ich schon auch mal ausprobieren. Das ist jetzt doof.
So, Klingenhügel. Und von hier an geht's dann zu Huf weiter. So, jetzt seht ihr auch mal hier so ein bisschen das Umland von Orgrimmar. Und das nördliche Brachland, was damals auch noch zur Auswahl gestanden hat, als es darum ging. Ha! Schwimmform! Ist ja nicht hässlich. Als es darum ging, wo ich questen will, ob ich lieber ins Brachland gehe. Oder? Wo habe ich denn nochmal gequestet? Ha! Ashara, genau. Oder in den Silberwald. Und jetzt geht es eben ins Brachland auf, wo es immer den berühmt-berüchtigten Brachland-Chat gab, wo, also ich glaube, da wurde so viel Scheiße geschrieben wie in keinem anderen Chat. Hier war übrigens früher auch nicht so viel Wasser. Also es ist auch alles erst seit Cataclysm so, seit die Welt zerbrochen ist. Nämlich die Reise und das Thrall die Leitung der Horde an Garrosh weitergegeben hat, das hat nicht mal was gebracht. Also hat es nicht geschafft, die Erdgeister friedlich stimmen zu können. Wie erhofft. Weil es auch einfach gar nicht unbedingt an den Erdgeistern lag. Es lag nämlich an Todesschwinge. Einer der Drachenaspekte, der da seine Krallen im Spiel hatte. Deswegen auch hier dieser Graben sich durchs Brachland zieht. Früher war das Brachland, war eben das Brachland. Heute gibt es das nördliche Brachland und das südliche Brachland. Was eben durch diese Schneise, diesen Riss in der Erdoberfläche geteilt wird. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich hier 40 bin plus 15, bin ich bei 55. Wie schnell bin ich nochmal mit Mount? Ich glaube 60, oder? Muss ich mal gerade austesten. 60, ja. Okay, dann steigen wir lieber aufs richtige Mount um. Und passend zum Ort nehmen wir ja ein Zebra. Die rennen hier ja überall rum. Dies übrigens, falls ihr euch fragt, wo man das herbekommt. Es ist keins der üblichen Reitmounts, die man durch irgendeinen Erfolg bekommen kann, die man sich im Shop kaufen kann oder hier einfach in-game von irgendeinem Händler erwerben kann. Das Mount bekommt man, wenn man jemanden wirbt, der mindestens, ich glaube, noch 2 Monate bezahlt. Da hat man jetzt die Auswahl zwischen diesem Zebra, zwischen einem Hippogreif, einer... Was war das noch? Man konnte sich noch so eine Rakete nehmen, wo Platz für 2 drauf ist. Und die sogenannte Onyx-Schwinge, ich glaube, so heißt das Viech, wo man sich selber in diese Onyx-Schwinge verwandelt und dann jemanden auf seinem Rücken mitnehmen kann. Ich habe mich trotz der Rakete und trotz der Schwinge, die ja wirklich richtig coole Mounts sind, muss ich wirklich sagen, vor allen Dingen sehr praktisch, habe ich mich, ach, Obsidian-Schwinge, weist mich gerade mein Freund drauf hin, heißt das Viech. Ja, gut, dass er es gemacht hat. Nicht, dass ich euch jetzt hier irgendeinen Käse erzähle. Nee, trotz, dass die ja eigentlich wirklich super praktisch sind, habe ich mich dann doch für das Zebra entschieden. Im Hinblick ganz einfach auf Warlords of Draenor, weil da kann man ja eine ganze, wirklich Weile lang, ich glaube bis zum ersten Patch ist da noch nichts für geplant, dass man da fliegen kann, kann man nur die guten alten Bodenreitmounts verwenden. Was ich eigentlich wirklich persönlich sehr begrüße, da ich das sehr schade finde, man bekommt von der ganzen Gegend nicht wirklich was mit, wenn man da mit so einem Wahnsinnstempo drüber fliegt. Also man ist doch einfach irgendwie viel mehr im Geschehen drin, wenn man auf dem Boden unterwegs ist.
Und das Zebra ist einfach was, das bekommt man so genau mit diesem Model nur als Allianzler. Oh, hier geht jetzt gerade genau die Schlucht durch. Ja, wie komme ich denn da in den Steinkrallengebirge vor Schreck? Na, ja, muss ich mal gucken. Irgendwie werde ich ja wohl rüberkommen. Ohne zu sterben. Das bekommt man nur als Allianzler von einem Content, der in WoTL Karl, so Wrath of the Lich King, aktiv war, aktuell war, so rum. Und zwar war das damals das Argentum-Turnier im Norden von Eiskrone. Dort bekommt man nämlich das Schlachtross oder Streitross, wie auch immer es nochmal heißt, der Kaldorei, also der damaligen Hochelfen waren das, glaube ich. Und das hat genau dasselbe Model. Es ist natürlich dann nicht gestreift, es ist weiß, aber es hat auch dieses Horn auf der Stirn. Also das ist sonst genau 1:1 dasselbe. Und ich habe den Weg ins Steinkrallengebirge gefunden, glaube ich. Ja, der Steinkrallenpass. Das wird auch diese Folge nichts mehr. Super, jetzt fehlt zwar nur noch ein Tank, aber ich bin schon wieder fast 17 Minuten in der Aufnahme. Das wird ja eine Folge mit Überlänge, wenn wir das hier jetzt noch weiter fortführen. Also begebe ich mich jetzt einfach mal zum Hordeposten. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich überhaupt reiten muss. Ich Dummkopf habe nämlich vergessen, auf Befehl des Kriegshäuptlings in Steinkrallengebirge anzunehmen. Aber ich tippe doch jetzt einfach mal ganz stark darauf, das ist hier unten, da wo dieser Flugpunkt ist. Was ist das da? Malakajin im Steinkrallengebirge, dass es da startet. Das Steinkrallengebirge ist auch ein Gebiet, da kenne ich mich nicht wirklich aus. Da habe ich, ich glaube, einmal gequestet und auch nur für ein paar Quests, um einen kurzen Levelbereich überbrücken zu können. Und hier rennt irgendwo. Ein Rare-Mob rum. Aber wo? Kriege ich nicht ins Target. Egal, das soll mir jetzt auch mal wurscht sein. Nö. Also irgendwie funktioniert das Ganze nicht. So, hier links geht's ab. Hier ist zumindest schon mal ein Flugpunkt da oben auf dem Berg drauf. So, hier ist eine Quest, die wir noch nicht annehmen können. Ach nee, ne? Hier gibt es tatsächlich noch keine Quest, die ich annehmen kann. Ja, gut. Zum Glück ist die Folge jetzt... Nein, jetzt ist auch zu spät. Jetzt will ich nicht mehr. Zum Glück ist die Folge jetzt hier sowieso gerade vorbei. Von daher kann ich dann die Pause mal nutzen, um fix nach OG zurückzufliegen, die Quest zu holen und wieder hierhin zurückzukehren. Und dann gucken wir mal, dass wir dann in der nächsten Folge endlich mal Burg Schattenfang durchkriegen und dann auch damit das Level erreichen, um hier questen zu können. Tschüss. So, Knuffelmu hat sich schon verabschiedet. Ich sage jetzt an dieser Stelle hier auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.